Wie meinst du das? So wie ich gesagt habe. Wieso? Ich kenne den Spruch nicht, deshalb nicht raus. Oder ihr macht sich zum Horst. Das müsst ihr aber kennen. Das kenne ich. Aber zum Obst müsstest du mal sonst selber. Ja, ist da viel besser. Wohin fliegt der schwule Adler? Ich will den Mann wieder zurück an seinem Horst. Genau, er fliegt zu seinem Horst. Genau. Oh. Oder macht sich zum Löffel. Kennst du das auch? Ja, Hast du ja gerade ausgedacht. oder zum Louis. Nee, zum Löffel habe ich nicht aus. Habe ich gar nicht. Ich muss das mal nicht nach Hause. Ich habe genau 4 Treppen zu wenig eingepackt. Du, sowas kenne ich, das kenne ich. Sowas kenne ich. Sogar noch eine gute halbe Stunde Schoki. Dann ist Schoki auch müde. Oh, Schoki schon wieder. Schoki ist müde. Ja, bist du wirklich. Morgen komme ich um diese Zeit bald nach Hause, ne? Gott. Ja, ich habe morgen Ballettunterricht, deswegen. Ach so. Ich habe nächstes Jahr Anfang nächstes, nee, nächstes Jahr Frühling habe ich meinen Schieß, meinen Jagdschein. Jagdkurs. Schlecht. Dann wird das Wild aufgebrochen. Ja. Ja, du musst Ein das dann Jagdschein aber. ist teuer. Ja, und vor allen Dingen, wenn du jetzt Rehe das Fell abziehst, ne? Die haben ja, glaube ich, 3 Schichten, da musst du ganz schön Kraft aufwenden. Ja. Ach, krieg ich mal ein paar Muskeln. Passt schon. Ja, die wirst du natürlich kriegen. Dann nimmst du einen Reh mit einem Reißverschluss, kannst das Fell ausziehen, geht auch. Ja, man trifft ja auch nicht jedes Mal bei der Jagd auf ein Reh oder auf ein Wild. Kann auch mal sein, dass man komplett leer ausgeht. Ja, das stimmt. Ach, so ein Rehbock triffst du auch mal im Schuhgeschäft, das ist kein Problem. Hast du schon mal eine Wildsau erlegt? Ich mach meinen Kurs erst nächstes Jahr, Schoki. Schuki, denk wieder an Essen, an Ja, Braten. Ist Köchin. Ist ganz normal. ich bin noch nicht so weit. Ich bin erst nächstes Jahr im Jagdkurs angemeldet. Du kannst ja noch mal Geld einpacken, Schoki. Kannst ja noch mal nach Waldorf dir was einkaufen. Ja, muss ich noch einen Safe, einen Waffenschrank haben? Ja, das ist Vorschrift. Ja. Waffenschrank? Na gut, Treppe wollte ich fahren. So, schnell nach Hause. Ja. Ja, ein Dann paar gehen wir Sachen mal ein wieder paar einpacken. Waffen kaufen. Hier sind ja auch noch Schweine teuer. Was musst du kaufen? Waffen. Also, Ja. kann man ja nicht angehen. Nee, das Und kannst du ohne ja wirklich nicht. Waffenschrank darf man sich keine Waffen kaufen. Ohne Nee, Jagdschein das darf man sich stimmt. auch keine Waffen kaufen. Genau. Immer diese Einschränkung, ne? Naja, ist gut so. Besser Mit. als in den USA, da kannst du als 6-Jähriger in den Laden gehen und dir eine Waffe kaufen. Ja, du, ich hab das drüben in den Staaten selber mitgekriegt, wie schnell sowas geht. So, gehst du reinkaufen, ja, wie bei uns im Supermarkt, ne? So, kaufst du mal. Fragt sich dann auch, ja, ist das wirklich alles so sinnvoll? Hier in Deutschland darfst du aber erst ab 18, ne? Ne? Nein, ab 16, mit Ab Jagdschein. 16. Sobald du einen Jagdschein machen darfst, darfst du dir auch eine Waffe kaufen, weil du brauchst ja für deine Ausübung als Jäger brauchst du eine Waffe. Mit einem Kinderpfeil und Bogen, ja, nee, das funktioniert nicht. Aber Weniger. mit so einem Kleinkaliber, ja, nein, bringt ja auch nichts. Vielleicht auch für Hase und Füchse, aber Aber für die mehr auch Großen nicht. bringt es nichts. Für Hirschrehe und Ja. Wild ist auch nicht. Brauchst du mindestens 2000 Joule hinter der Waffe, hinter der Munition. So, machen wir hier die ganzen Sachen wieder einsortieren. Gibt es ein Buch? Das nehmen wir hier raus. Das ist ein Buch, Fluch des Verschwindens. Das da gerade reingepackt, die Blödmann. Ja. Man muss natürlich auch die ganzen Rechte kennen und so weiter, die Rechtlagen. Das meiste beim Jagdschein ist eigentlich wirklich nur Recht.
was man als Jäger darf und so weiter. Hm. Das ist so die Hauptausbildung. Wo sind denn diese Zäune? Ich hab davon auch schon irgendwo welche einsortiert. Dieses Lagersystem. Warum gibt es kein ME-System? Ist so doof. Der nächsten. Was denn? Ja, da wollte jemand nicht das ME-System haben. Ich kann mich dann in die Diskussion dran erinnern. Ja, ich weiß. Ich bin schuld. Sag's doch einfach. Sag's doch einfach. Ich bin schuld. Ja, du bist schuld. Ich will kein ME-System haben. So, beim nächsten Mal packen wir ein paar mehr Technik-Mods rein. Ja, machen wir. Jahren. Machen wir. Ja. Ich verstehe. Für NIO, Thermal Foundation. Oder können wir vielleicht schon auf der 1.18 spielen? Ja. Was es da nicht schon die 1.19 gibt. Garantiert. Das wird interessant. Ist das jetzt hier ein Wegweiser aus Stein? Gibt's auch noch. Ey Gott. Das hat ein Schoki alles wieder eingepackt. Zack, kommt da hin. So. Jetzt hier alle soweit hier rausgenommen hier. Ups. Hier sind noch ein paar Saufereien. Direktschaden. Langsam keiner. Die kann ich doch irgendwo sonst wohin packen. Was ich interessant finden würde, wäre eine Treibjacht. Ja, da bin ich vorsichtig. Warum? Weil ich da Angst hätte um meinen Hund. Auch wenn es ein ausgebildeter Hund ist dafür. Aber weil er sich auch doch gar keine Angst vor deinem Hund haben. Nicht ich. Ich hätte Angst, wenn mein Hund ein Tier hinterher rennt, wie zum Beispiel ein Wildschwein. Da hätte ich dann Angst um meinen Hund. Okay. Weil ein Wildschwein möchte man sich eigentlich nicht mit anlegen. Nee, weniger. Ja, und deshalb hätte ich da in dem Fall ein bisschen Angst um meinen Hund. So, als Spürhund zum Beispiel um die verletzten Tiere, wenn man die nicht richtig getroffen hat, um die auszuspüren, habe ich kein Problem mit. Da kann man wohl einen Hund nehmen. Aber für den Treibjagd habe ich so meine Bedenken dran. Eigentlich schon irgendwo hier so ein Bücherregal hier? Ne, wa? Ganzen Bücher. Doch, gibt es schon. Cool. Flupp, rein da. Genauso wie mit Schrotflinten sollte man auch aufpassen, dass man nicht auf den Boden damit zielt. Wenn ihr Patronen könnt, abprallen. Ja. Besonders wenn es weich Eisenschrot ist, also Stahl und so weiter. Das prallt sofort vom Boden ab. Mein Vater hatte früher ein Luftgewehr gehabt und da hat er immer auf die Flügel geschossen. No. Oder auf Tauben, weil die Scheiße machen. Aber ich weiß nicht, für Luftgewehr braucht man eigentlich auch Waffenschein. Nein. Nee, brauchst du nicht, nein. Bis 7,5 Joule ist waffenfrei. Also alles bis 7,5 Joule darfst du ohne Erlaubnis kaufen. Also 7,5 Joule tut schon ordentlich weh, wenn man es abkriegt. Ja. Ja, mein Onkel hatte mal so eine... Oh, wie nennt sich das? Keine Ahnung, konnte jedenfalls Leuchtraketen hochschießen und Leuchtkugeln. Zu Silvester und sowas. Leuchtkugeln. Genau, genau. Ja, du kannst das machen. Brauchst du einen extra Schein für und musst ein Boot für haben. Sonst darfst du die nämlich nicht besitzen. Ja. Lustige. So, das haben wir auch schon wieder erledigt. So, jetzt sind wir alles soweit fertig hier. Steht hier immer so ein Skelettpferd hier drin? Was macht denn das da?
Was für sie mir dein Hahn wieder gekloppt? Haut er wieder zurück? Der Blödmann. Nur weil ich das Skelettfett getötet habe. Das geht ja gar nicht, ey. Das ist auch ganz schön Arbeit, wenn man so Wildschwein ausnehmen muss und Fell abziehen. Genau. Besonders wenn es so ein großes Tier ist. Genau. Die können ruhig schon. Bin mal durch den Wald gefahren und irgendwie irgendwas gesehen, mal langsamer gefahren und dann so 10 Meter vorm Auto in etwa eine riesige Rotte, Wildschweine, quer über die Straße, ohne nach links und ohne nach rechts zu gucken. Wo war das? Hier oben im Elm. Weg nach Alzum rüber. Eine riesige Rotte, keine Ahnung. Die stand da und da hast du nur die Viecher vorbeisingen. Gesehen, vielleicht so 40, 50 Stück oder sowas. Gefühlt sind diese Viecher sind ja auch mega robust. Oh ja. Aber das frontal auf die Hörner im Tippen Auto ist der Kühler hin. Ja, das Tier nicht, das rennt weiter gefühlt. Ja. Die Tiere sind ganz schön zäh. Oh ja. So, was mache ich heute noch? Deswegen, wir fahren immer vorsichtiger, weil zur Arbeit fahren ist super, ne? Klar. Da kann Na gut, bei uns ist jetzt der Vorteil, die Felder sind abgeerntet, auch das Maisfeld. Also ist alles offen, du siehst es. Sonst kann es ja passieren, dass sie irgendwie aus dem Maisfeld ruckzuck dir vors Auto galoppieren. Ja. Wenn mein Vater zur Arbeit fährt, irgendwo etwas mehr auf dem Land, da ist dann auch viele Wälder, wo er durch muss und ein paar Acker. Ihr seid auch schon mal ein paar Hirsche vors Auto gesprungen. Mhm. Echt? Ja. Das kann auch ganz blöde enden. Ja, die Tiere bleiben ja dann auch einfach stehen. Ja. Ja. Können ja nicht weg. Ja, wenn aber die anleuchtet. Bei uns ist aber dunkel, Schatz. Der Wund sieht dann auch nicht so schnell auf dem Feld. Ne. Ne. Schön bündige Wund. So, wir haben schon was geerntet. Auf der Schnelle. Ja, das ist ein ehemaliger Mitarbeiter von uns passiert. Der hat auf der Autobahn ein Pferd mitgenommen. Ein Pferd? Pferd. Ja, das nicht gekriegt. Das Pferd ist entlaufen und auf die Autobahn drauf. Ja, voll Treffer. Ja. Sozusagen. Das war ein voller Treffer in dem Fall. Wie hat das dann ausgegangen? Nicht gut. Das war aber schon fast 10 oder 15 Jahre her. Also schon Ewigkeiten her. Da war mein Meister noch in der Ausbildung. Nicht nur, weil er gerade ein Jahr bei der Arbeit. Wir müssen weiter jetzt arbeiten hier mal. Mit dem Haus, dass es wieder schöner wird hier. Kann man nichts machen, wenn da auf einmal ein Pferd auf der Autobahn steht. Nee, das hast du verloren. So schnell kannst du nicht reagieren. Ja. Kannst du von ausgehen. Da hatte ich dann auch ganz groß in der Zeitung, weil das ein Firmenwagen war. Kann natürlich dann jeder direkt sehen, von welcher Firma das Auto kommt. Ja, man kann ja nichts machen dagegen. Nee, da kannst du wirklich nichts machen. Nee. Naja, aber bei uns, wenn wir aus dem Dorf rausfahren, kommen dann gleich links und rechts Maisfelder. Muss man auch völlig aufpassen. Ja. Wir sind ja auch sehr beliebt hier. Ich würde jetzt auch nicht hinten in den Wald spazieren gehen. Nee. Auch nicht in der Dämmerung. Nee, ist teilweise nicht gut. Ich habe einen Kollegen, der hat einen Hund und die gehen öfter mal spazieren mit Kind und so weiter. Der nimmt inzwischen immer schon eine Schreckschusswaffe mit. Ja. Weil in, wo der wohnt, da wurden auch schon Wölfe gesichtet. Aber nichts. Ja. An sich eigentlich nichts. Man weiß sie aber nie. Eben. Da rennen auch Wildschweine und so weiter rum. Deshalb. Wenn die dann in die Wald gehen, nimmt der immer so Schreckschusswaffen mit.
uns hier einen Jagdschein gemacht. Nein, wohl hat ja jeder Bauer gefühlt einen Jagdschein bei uns in der Gegend. Auf dem Lande. Ja, man muss ja auf 75 Hektar Land haben, damit du überhaupt sowas pachten darfst als Jagdrevier. Keine Ahnung. Ja, ich suche im Moment immer noch ein Jagdrevier, wo ich mitmachen kann. Bei mir dagegen findest du nichts. Das ist das Schlimme. Als Jäger. Als Jäger mit Jagdschein. So. Ja, nein. Kein Jäger ist, ne? Zu mir hat jemand mal gesagt, bei der Reitjagd könnte man da drin sitzen. Nein. Du kannst vielleicht als Zuschauer mitmachen, aber selber jagen, Mann. Ja, deswegen. Ist ja klar, man darf dir ja keine geladene. Man darf hier ja keine geladene Waffe in die Hand drücken. Nee. Richtig. Er macht ja sonst was damit. Zuschauen, das darfst du. Ja, aber auch nicht. Ja. Vielleicht, wenn du ihn auch kennst und das dein Grundstück ist und seine Jagd, vielleicht nimmt er dich der Blitz, setzt dich irgendwo hin mit dir und lässt dich dann vielleicht da einmal durchgucken und. Genau. Einmal drauf schießen. Im Nachhinein weiß keine Sau, wer geschossen hat. Genau. Ja. Immer der Gärtner ist der Mörder. Das kann auch passieren. Das ist ein guter Bekannter, der das halt macht, aber sonst eigentlich nicht. Nein. Sonst bist du wirklich als Aufsteher nur dabei und guckst. Ach ja. Kannst zum Beispiel auf den Schießstand gehen, da darfst du schießen. Da kriegst du aber auch einen Trainer zur Seite gestellt. Ja. Hm. Ich bin dann aber auch mal raus. Okay, hat Spaß gemacht. Hat Spaß gemacht. Ja. Und euch auch. Jo, euch noch einen schönen Abend. Ja, jo, gleichfalls. Mach's gut. Tschüss. Danke. Ciao. So, packe ich das jetzt mal rein. Thermal Foundation. Hey, oh Mann, ey. Das packe ich mir mal raus. Das ist ein Waste. Komm da hin. So. Ja, ein bisschen draußen weiterarbeiten. Flup. Nehmen wir mal meinen großen Dingsterbumster. Ein bisschen anpassen später hier mal. Mal so grob hier alles mal wegreißen. Dass hier nicht so hoch ist, das ganze Berg. Lumpse hier, weißt du? Ja. Dass mein Haus schöner aussieht hier. Ah, super. Natürlich gerade wieder ein bisschen zu viel weggenommen. Ich will ein bisschen auffüllen hier. So. Aber das kriegen wir ja alles hin, hier weg. Müssen wir ein bisschen hier Steine wegmachen. Boah, habe ich nur 7 Münzen? Was hast du alles schon gemacht? Alles verbraten? Ich könnte eigentlich auch mit Erde kriegen, kann ich auch keine. Mal ein bisschen hier Alios wegnehmen hier. Der Berg nicht ganz so groß ist. Glaube ich lade erstmal wieder ab. Aua. Ich bin so voll gebaut. Dass ja nur wieder das Gemüse oben reinkommt. Da hat der Schmerz schon wieder Pech gehabt mit seinem Rechner heute, ne? Aber Halleluja, du. Das ist aber gar nicht nett, ne? So, bringen wir die Sachen auch mal nach unten runter.
So, Erde, Erde und wieder hoch. Ein paar Minuten haben wir, 10 Minuten haben wir ja noch. Da kann man noch genug noch arbeiten. So schön hinkriegt hier, dass es sehr geschwungen wird, so schön geschwungen aussieht, weißt du? Dann muss man da von unten anfangen zu arbeiten. Erstmal hier großflächig hier weg, was wegnehmen vom Berg. Okay, jetzt mal ein Werkzeug kaputt, super. Also gehen wir jetzt mal Werkzeug reparieren. Was hast du hat geschnarcht, aha. Klein Schnarchi hier, wa? So, das Ganze war, glaube ich, Werkzeuggesser. Die Schippe war, glaube ich, auch aus Stahl. Ich weiß es nicht. Ich guck mal. Stahlbarren. Haben wir 58. Das ist schon mal eine ganze Menge. Das ist nicht verkehrt. Jo. Ein Mal hat gereicht, ne? Nicht schlecht. Na, was tust du? Geld verdienen. Geld verdienen? Das hast du schon wieder vor. Nächstes Mal wieder die andere Quest machen? Nein, sie ist ja längst nicht fällig. Im Dezember. So lange müsst ihr euch gedulden. Dann wird es ja irgendwann langweilig. Ja, das stimmt. Das schließlich so ein kleines Highlight sein, ne? Gesehen, wie schön das da geworden ist. Nee, habe ich nicht. Du und deine Pflanzen. So. Diese Zinkerwerkzeuge sind genial. Jetzt werden wir den Weg weiterbauen. Was? Dann geht das nicht. Geht doch. Sanfte Hügel, dann passt das doch hier. Kommen wir hier schon mal langsam wieder dahin, wo wir hinkommen wollen. Ist doch wunderbar. Nehmen wir gleich mal dieses Kohleflötzchen mit. Kohle brauchen wir eh immer.
So, haben wir alles schon wieder mitgenommen. Bräuchte Holzschmelz. Echt? Ist ja doof. Jetzt haben wir hier eine Holzwand, dann müssen wir hier nochmal. Ja, da haben wir Holz. Dann müssen wir nochmal austauschen später. Die eine Wand hier gegen das Schöne wieder. Sonst sieht das nicht aus, weißt du? Ja. So, jetzt wird alles wieder ausgehöhlt. Soll ich hier nochmal dann. Eieiei. Plump, plump. Super. Da lacht das Pferd, meine Güte. Ja, wir sind auf Shoppingtour noch. Ich komme jetzt nach Hause. Ich denke mal, bringe ich die Sachen jetzt wieder rein ins Lagersystem, dann ist schon wieder Schicht für heute. Ei, Karamba, so. Ja, halt, das ist cool, das gehört da nicht rein. So. Kohle behalten wir hier noch. Da ist Energie noch drin. Doch alles soweit gar nicht mal so schlecht aus. So, dann gehe ich jetzt mal schnell mal zu den Bienchen. Kurz auf den Pöter drauf. Damit die Frau wieder merkt, wer Herr im Hause ist. Wer Herr im Haus ist. So, Bienenkorb 1 ist gefüllt.
Geh schon mal zum Sparen. Ja, ich muss jetzt auch gleich noch die Pressen aktivieren, dann komme ich auch. So. Du und deine Pflanzen, ey. Sieht schön kunterbunt aus. Magst du das nicht? So, für eine schöne bunte Kräuterwiese. Ricola, wer hat's erfunden? Die Schweizer. Das kommt da rein. So. Tam, tam, tam. So. Dann Seidentofu geht auch schon mal. Ich wollte irgendwas mit Tofu-Hühnchen machen. Was war denn das? Eieiei, siehst du. Nächstes Mal muss ich wirklich mal wieder kochen. Den lasse ich da jetzt pressen. So, ja, ganz gut aus. Ja, denke ich mal. Ja, ich komme jetzt auch. Alle Türen zu? Jawohl. Mock wir hier auch. So, sind wir auch da. So. Eieieiei. Uff. So, Freunde. Da sind wir am Ende unseres Streams wieder angelangt. Die Zeit ist um. Die Arbeit ruft für morgen fast schon wieder. Ja, Quest. So wie sie mir die Mitspieler sagten, hat es Spaß gemacht. Mehr ein bisschen Pech gehabt mit seinem Rechner. Aber ansonsten denke ich mal, gelungener Stream. Und wir sehen uns spätestens nächsten Mittwoch, wenn nicht zwischendurch. Und bis dahin sagen wir tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss.